Gerd Leonhardt ist Media Futurist und CEO der Futurist Agency. Herzlich willkommen. Thank you. All right, jetzt müssen wir wieder auf Deutsch umgehen. Ihr könnt ruhig ein bisschen nach vorne kommen. You can come up to the front. Sonst muss die Band hier alleine spielen. Ich bin die Band und Sie sind das Publikum. Hier vorne gibt es eine Menge Platz. Falls jemand von Ihnen twittert, ich bin G. Leonhardt auf Englisch und der Futurist, meine deutschen Feeds. Sie kennen vielleicht diese Currywurstbude hier. Aus dem letzten Tatort habe ich das rausgeschnibbelt, ohne Erlaubnis natürlich. Ich bin heute eingeladen, euch von der Zukunft des Marketing und des Selling zu erzählen. Meine Firma macht genau dies. Wir brüten Ideen aus, wie man sich neu erfinden kann in der Zukunft. Wir machen das weltweit mit vielen Firmen im Bereich Marketing, Media, Entertainment, Content, Telekom und so weiter. Meine Agentur heißt The Futures Agency und hier sind ein paar von meinen Klienten. Falls ihr ein iPhone habt oder Android, bitte gebt eine gratis App. Media Futurist heißt die Application in beiden Shops, ist gratis. In gewisser Weise ist ja das Internet oder das Mobiltelefon wie Gutenberg. Denn als Gutenberg das Buch Drucken erfunden hat, war die Welt nicht mehr die gleiche. Auf einmal hat sich alles geändert, weil man die Bibel drucken konnte, die musste nicht mit der Hand abschreiben, sondern man konnte sie drucken und dann nachher auch auf Deutsch und Französisch. In gewisser Weise ist das Mobiltelefon, das mobile Device, das Ende vom Marketing, wie wir es kennen. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich jetzt alle vernetzt sind. Viele Leute würden sagen, vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass Werbung eigentlich nur gebraucht war, weil es kein Internet gab. Habe ich zumindest schon öfters gehört. Die Idee, dass wir halt durch die Vernetzung uns selber bewerben und mitteilen. Und hier ist natürlich die tragende Kraft dieser Disruption, dieses Durcheinanderbringens Google. Der CEO von Google, Eric Schmidt, hat vor ein paar Tagen auf der IFA in Berlin gesagt, das offizielle Mantra von Google, Mobile First. Das muss man sich vorstellen für eine Firma, die jahrelang daran gearbeitet hat, das Web, den Browser, am besten zu machen. Jetzt ist auf einmal Mobile First. Er sagt schon selber, dass 8-mal so viel auf dem Internet gesucht wird in westlichen Ländern, wie also auf dem Handy, wie auf dem Computer. Mobile first. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die wir mitnehmen können. Wenn Eric Schmidt sagt zu den Verlagen und zu den Marketingfirmen, das ist ein ganz wichtiges Statement von ihm, er sagt, the best way to get out of this is to invent a new product. Das würde ich sagen, ist unsere Headline für heute, auch für TradeLabler und von TradeLabler. Die beste Möglichkeit, das zu tun, ist ein neues Produkt zu erfinden. Das hört sich fast an wie Richard Branson oder sowas. Aber man kann sagen, hier zum Beispiel für Internet-Companies, für Telcos, Google wird immer mehr ein Teil von den Datenmengen, die vorbeikommen. Man sieht hier auf diesem Slide, wie die Daten explodieren werden in den nächsten paar Jahren durch Mobile Handsets, durch Dinge wie iPads und Samsung Pads und Galaxies und wie sie alle heißen. Mobiles Breitband ist ein Game Changer und zwar nicht nur für Entertainment oder gratis Musik oder bezahlte Musik oder Freeloading, sondern auch für Marketing. Glaube ich, das Thema Nummer eins muss sein, wie können wir das anwenden? Ich glaube, dass wir ein zweites Google gerade sehen, vielleicht Facebook, vielleicht Twitter, vielleicht jemand anders, die auf Social Commerce ausgerichtet sind. Ein zweites Google 2.0, wenn man das sieht, zum Beispiel, wie die User jetzt zu sozialen Netzwerken hinziehen, wie man hier schon sieht, wie viele große amerikanische Firmen das Vielfache ihres Publikums über Social Netzwerke erreichen, nicht über Google. Zum Beispiel USA Today, ungefähr 5-mal so viele Leute und Leads bekommt über und Visits bekommt über Social Netzwerke als über Google oder iTunes oder People. Da sehen wir schon ganz klar, in welche Richtung das geht. Gewisserweise könnten wir vielleicht sagen, wie Mark Zuckerberg sagt, sehr interessant, er hat die richtige Richtung, we have created the most powerful distribution mechanism that has been created in a generation. Mark Zuckerberg hat natürlich recht da drin, dass Facebook ist ein Sender.
Facebook 525 Millionen User, 10,8 Milliarden Minuten pro Tag. Verbringen wir alle, wir auf Facebook, glaube jeder vierte Deutsche, jeder dritte Schweizer. Facebook ist ein Sender. Der größte Sender, momentan sendet er uns noch zueinander, aber in der Zukunft wahrscheinlich auch Fernsehen, Filme, Musik und so weiter. Ich glaube, dass da eine riesige Marketingmöglichkeit besteht, in diesem sozialen Netzwerk genau das zu tun. In gewisser Weise können wir sagen, das ganze Wort Social Media ist eigentlich schwachsinnig oder zumindest trifft es nicht den Punkt, weil wovon wir wirklich reden, ist Social Commerce, Social Business. Deswegen streiche ich das mal gerne durch und sage, okay, was wirklich hier stattfindet, ist, dass wir ein mobiles und soziales Operating System aufbauen. Also eine ganz andere Art von Logik. Deswegen können wir auch nicht weiter so vermarkten wie bisher. Weil wenn ein neues Operating-System wirklich existiert, wie das jetzt langsam sich abzeichnet, glaube ich, müssen wir auch in diese Richtung gehen. Was dazu kommt, wisst ihr, glaube ich, alle von der Realität, wenn ihr Kids habt. Ich habe 15- und 20-Jährige. Ganz klar, wir haben eine totale Konvergenz. Eine Konvergenz von Broadcast und Broadband, also von zum Beispiel Fernsehen und Internet. Eine Konvergenz von Devices auch, Fernsehen und wie man sieht, Google TV zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen. Wir haben eine totale Konvergenz auch von Online und Offline. Auf einmal kann man in Israel in so einen Funpark gehen und ein Facebook-like eine Rutsche machen. Ja, einen richtigen Ort markieren. Ja. Diese Konvergenz führt dazu, wie einer der intelligentesten Leute im Internet schon gesagt hat, Jim Clark, der Gründer von Netscape, unprecedented change will occur in the television industry. 1994 hat er das gesagt. Vor 16 Jahren. Jetzt sehen wir Google, Eric Schmidt, Google TV, Hulu, Netflix, Amazon. Auf einmal vielleicht kaufen wir bald kein Kabelfernsehen mehr. Ich würde hier einfügen, unprecedented change will occur in the marketing industry. All ads will be available in dynamic form. Ich glaube, dass wir da wirklich sagen können, wenn die Medien sich so verändern, dann muss sich auch Marketing verändern. Und zwar sehe ich das wirklich eine ganz drastische Bewegung, die wir sehen in den nächsten paar Jahren. Die effektivste Werbung wird ganz sicherlich wie Content. Also Werbung wird wie Content, Content wird vielleicht auch wie Werbung. Hier ist ein Beispiel von Audi. Sound? Sound? Das ist ein Game. Das ist interessanter als meine Rede, ganz bestimmt, die Musik. Das ist ein Game, was Audi jetzt gelauncht hat, statt Werbung zu kaufen, Banners und so weiter, eine App. So wie man hier auch sieht, im Mobile Advertising, da wird wirklich Wert geschaffen durch Werbung. Also wenn Wert durch Werbung geschaffen hat, dann ist es ja Content. Das ist doch eigentlich klar. Also wenn es in diese Richtung geht, glaube ich, dann müssen wir auch sehen, das beste Marketing ist das Produkt selber. Siehe Nike Plus. Beste Beispiel, wie die sagen von Nike, we are not in the business of keeping media companies happy, we're in the business of connecting with customers. Das war schon jetzt, glaube ich, schon 6 Jahre her, wenn man bedenkt, was das bedeutet. Sehr interessant. Auch sich neu zu erfinden, wie zum Beispiel Puma, ja, die eine Handymarke herausgeben, auf einmal sich so verändern, um den neuen Markt zu erreichen, wo sie sind. Ich glaube, die Zukunft bedeutet 100% Targeted Marketing, ganz neue Metrics. Das ist so, ich war früher im Musikgeschäft, im Musikbusiness. Ja, wenn wir da sagen, wir haben von Plattenverkäufen, von Unit Sales, das ist heute lächerlich. Heute ist auf einmal irgendwie Click Streams, ja, oder Anzahl der Listens und so weiter. Auf einmal ist das Unit Sale was ganz anderes geworden. Wenn ihr jetzt zu Facebook geht und eine Anzeige schalten wollt, dann seht ihr, könnt ganz genau auf einer riesen Matrix sagen, ihr wollt nur Polen, nur Englischsprachige, nur über 14, nur zum Thema und so weiter. Meine ersten Anzeigen auf Facebook habe ich gerade gestern freigeschalten, nachdem ich mir das angeschaut habe. Da kann man sehen, ganz klar, die Zukunft wird 100% targeted mit ganz neuen Metrics.
Wir sehen hier zum ersten Mal von Silicon Valley Insider, August 2010. Es wird mehr Zeit auf Facebook zugebracht als auf Google und Yahoo, wenn wir diesen Graph anschauen. Und dann müssen wir sagen, okay, vielleicht sind das nochmals 2 Milliarden im Monat, so wie Google verdient in dieser Art von Social Commerce. Vielleicht ist das ein Stück von unserer Zukunft. Ich denke in gewisser Weise, Social ist das neue Suchen. Deswegen wird natürlich auch Google Twitter kaufen müssen. Genauso wie es bei YouTube passiert ist. Das ist alles ein Teil davon. Dieses tolle Bild sind die Osani in Afrika, zeigt, was jetzt eigentlich passiert. Die Tribalization of Business, sagt man zu. Ich habe kein deutsches Wort gefunden dafür. Also die Stammesbildung, könnte man sagen, das klingt fast so, als ob ich studiert hätte. Also die Tribalization, dass Leute sich um Themen scharen, ja, so wie wir es in sozialen Netzwerken sehen. Ja. Diese Art von Suche, ich glaube, das ist ganz klar, wo es hingeht, die Tribalization of Marketing. Das bringt mich dann zu einem schwierigen Punkt, nämlich vor allen Dingen in Deutschland, die Kontrolle. Was uns bevorsteht, ist, dass wir als Marken und als Marketer die Kontrolle verlieren, weil wir offener sein müssen, um eine Konversation haben zu müssen. Man kann nicht zu sein und die Unterhaltung kontrollieren und gleichzeitig den Benefit der Offenheit ernten. Das an sich, glaube ich, steht uns bevor. Die Herausforderung ist, Kontrolle reduzieren, User engagieren. Klingt einfacher, als es wahrscheinlich ist, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, Musikindustrie, das Mantra der Musikindustrie bis dieses Jahr: Protecting intellectual property is the key to growing the digital business. Grundsätzlich haben wir alle nichts dagegen. Protection ist auch gut für intellectual property und so weiter. Aber Tatsache, das ist daraus geworden. Die Tatsache im Endeffekt, Protection wird uns das nicht bringen, sondern Engagement. Es wird uns nichts bringen, dass wir sagen, wir wollen mehr Kontrolle über unsere Kunden, weil wir besser Geld verdienen können, sondern wir müssen uns mit den Kunden engagieren. Das ist eine ganz andere Ebene, auf die wir uns da treffen müssen. Und natürlich, Lügen sind Vergangenheit. Hier sind ein paar von den Hauptlügnern hier zu finden, obwohl ich sie jetzt nicht als Lügner bezeichnen wollte, das sind nur bizarre Beispiele hier. Ich glaube sicherlich, dass es so ist, dass Marketing als Lüge oder als Falschverkaufen vorbei ist, wenn man bedenkt, was das Internet da leisten kann. Mark Zuckerberg hat auch was Interessantes gesagt zu diesem Thema, nicht Thema Lügen, sondern Thema Privat, vielleicht auch zum Thema Lügen, das hängt ja auch doch zusammen eigentlich. Er sagt, Privacy is no longer a social norm. Das ist eine Sache, an die wir uns erstmal gewöhnen müssen, dass die Privatsphäre eine Aktion ist. Früher war die Privatsphäre Default, der Standard. Wir waren alle privat, weil man konnte mich ja nicht bei LinkedIn finden und befreunden, weil es gab kein LinkedIn. Heute ist es so, dass wenn jemand privat ist, also nicht auf Xing, Facebook, LinkedIn oder sowas, dann denken wir, der existiert nicht. Die Privatsphäre ist eine Art von Aktion jetzt, wo wir sagen müssen, ganz klar, Albert Einstein hat dazu gesagt, was ganz wichtig ist, the release of atomic energy has not created a new problem and has made an urgent one more necessary to solve. Da könnte man sagen, das Internet hat eigentlich keine neuen Probleme gebracht, sondern nur das Bestehende verstärkt. Nämlich, was passiert mit unserer Privatsphäre? Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo auch noch eine Menge Aktion notwendig ist. Hier sind ein paar Facebook-Statistiken von Exact Target. Die zeigen, dass auf diese Art von Marketing die ganz neue Variante schlicht und ergreifend ist, etwas geben und etwas nehmen. Könnte man auch sagen, das ist eigentlich das Google-Mantra. Ja? What would Google do? Lest das Buch von Jeff Jarvis. Leute sagen, sie gehen auf Facebook und machen ein Like für eine Marke oder für eine Brand oder eine Person, weil sie Discounts kriegen, weil sie ein Freebie kriegen, weil sie informed sein, weil sie einfach befreundet sein wollen. Sie wollen etwas bekommen. Und das ist ja ein wichtiges Thema zum Thema Marketing, etwas geben. Jetzt sehen wir auf dem Internet diesen Button überall. Like. Hat einer von euch schon mal einen Like-Button vor 10 Jahren sich vorgestellt? Like Auto, like Sony Music oder sowas. Undenkbar gewesen. Jetzt ist das Standard.
und bald auch, wie gesagt, in der Boutique oder im Musikladen, falls es noch welche gibt, drücken wir einen Like-Button, ja, um das zu markieren. Hier ist eine Company, die heißt Dropbox. Ihr kennt vielleicht Dropbox. Das ist ein super Tool. Ich bin kein Shareholder. Es ist ein super Tool, wo ihr euer iPad und euer Computer synchronisieren könnt mit den Files, die ihr da braucht. Ja, vor allen Dingen halt iPad. Ja. Dropbox sagt, wenn ihr uns twittert oder Facebook-Like macht, geben wir euch 500 Megabyte mehr Storage. Das ist die Dropbox-Marketing-Idee. Etwas geben, etwas nehmen. Das ist eine Idee, glaube ich, die wir noch in der Zukunft viel mehr sehen werden. Die ganze Idee auch hinter solchen Facebook-Credits und Virtual Currencies ist genau die gleiche Idee. Glaube ich, das hat großes Potenzial. Wir sehen hier zum Beispiel eine Werbung von Swiss. Ich wohne in der Schweiz momentan. Die Werbung war sehr erfolgreich, wo man seine eigenen Videos machen konnte zum Thema San Francisco, wo Swiss jetzt wieder hinfliegt und Tickets gewinnen kann. Und das ist einer von den Teams, die dann die Werbung mitgemacht haben. Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist. Ganz wichtig als Headline für das Thema, Interaktion vor Transaktion. Das ist überhaupt das Schwierigste überhaupt. Wie können wir mit Leuten interaktiv sein, wenn es 2 Millionen User sind, wenn Leute alle mit uns reden wollen, wenn wir diese Konversation aufrechterhalten wollen? Wie funktioniert das? Da können wir uns vorhin anschauen, wie Dell oder Best Buy mit 12 Force, die halt 27 Leute nur für Twitter benutzen, oder Zappos oder andere viele Beispiele auch wie Amazon zum Beispiel. Interaktion vor Transaktion. Delta Airlines verkauft jetzt Tickets auf Facebook. Sie können bei Facebook hingehen auf die Delta-Seite und da Book a Trip machen und landen nicht bei Delta auf der Webseite, sondern können Tickets bei Twitter kaufen. Distributed Commerce. Das sind, glaube ich, Themen, die wir in der Zukunft wahnsinnig oft sehen, wie zum Beispiel auch beim Thema Twitter. Und da wird ganz sicherlich das Geld von Twitter auch herkommen. Falls man sich mal fragt, wie sie Geld verdienen wollen, könnten. Hier sind die Israelis, das heißt, glaube ich, Fun Park in Tel Aviv, wo man mit diesem Wristband, da ist ein RFID, Radio Frequency ID Chip drin, kann man sich einloggen bei Facebook, bevor man da in die Fluten steigt. Und kann Personen oder auch Rutschen liken. Das hat dazu geführt, dass Hunderttausende von Postings auf Facebook in Israel, und dieser Event war ausverkauft, mehr als jemals zuvor. Mit dieser virtuellen Interaktion, wo man quasi die Online, Offline, den Meet Space, in diesem Fall wahrscheinlich sogar akkurat ausgedrückt, Meet Space, kann man das verknüpfen, die zwei Dinge. E-Mail, viele von Ihnen marketen ja natürlich mit E-Mail, was wir auch nicht vergessen wollen, aber E-Mail-Push ist Push und Push wird immer teurer und immer weniger relevant. Wenn ich noch einmal so eine E-Mail bekomme, so nach dem Motto, wir sind eine Band, hier sind 15 MP3s, ja, ich glaube, dass Push-Marketing radikal in der Relevanz abnehmen wird. Und dazu zählt auch E-Mail. Ich glaube, dass wir uns gerade in der Phase befinden, wo Social Networks E-Mail nicht ersetzen, aber zumindest teilweise komplementieren können. Das bringt mich zum wichtigsten Punkt, zum Marketing. Das ist der Punkt, Daten sind das neue Öl. Das ist nicht von mir, das habe ich auf dem Internet gefunden. Weiß aber nicht mehr genau, wo. Daten sind das neue Öl, weil es geht darum, dass das, was wir alles produzieren als Konsumenten, diese Daten, die Likes, die Recommendations, die Locations, die Page-Turns, und so weiter und so fort. Das ist das Herz des E-Commerce. Daten sind das neue Öl. Deswegen sehen wir natürlich auch Firmen wie Google und Facebook, die sagen, unter allen Umständen wollen wir eure Daten haben dürfen. Damit gewinnen wir als Konsumenten wahnsinnig Power. Aber gleichzeitig auch das Thema die Kontrolle. Da kommt das übrigens 1996 oder 2006. Und die User produzieren das Öl, wir produzieren das Öl. Wer immer jetzt in der Lage ist, das Öl herauszuholen, zu filtern, zu säubern, umzubauen in andere Produkte, mit Erlaubnis von uns, der wird mehr Geld verdienen als die Ölscheichs vor 10 Jahren. Das ist ja der Schlüssel zum Marketing. Wenn wir keine Daten bekommen über die User, was sie tun, was sie gerne machen wollen, wer sie sind, können wir auch nicht vermarkten. Also Daten sind das neue Öl. Vor 10 Jahren noch haben wir so gelebt. Oder
soll ich sagen, vor 3 Jahren vielleicht, bevor wir wirklich mobil unterwegs waren. Wenn ihr heute in ein Restaurant geht und ihr legt euer iPhone auf den Tisch und da ist TripAdvisor drauf, kriegt ihr besseren Service. Woran liegt das? Leute wissen, du kannst sofort einen Kommentar abgeben und sagen, es ist nicht dahin gehen. Das heißt, es hat sich ein bisschen so geändert, wo wir sagen, ja, es geht jetzt mehr um Marketing mit, nicht Marketing zu. Die ganze Idee von Targeting, Campaigns, alles militärische Sprache. Ja, wir müssen uns mehr überlegen, können wir mitvermarkten? Das ist ja das, worum es im Endeffekt geht, Marketing mit, nicht Marketing zu. Und der Social Login zum Beispiel ist ein Ausdruck davon. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, ihr kennt euch bestimmt aus beim Thema Earned Media, Bought Media. Earned Media ist der Buzz auf dem Internet, den man kriegt, ohne zu zahlen. Owned Media sind die eigene Webseite und Bought ist Campaigns. Earned Media wird immer wichtig, aber hängt natürlich auch ganz eng mit dem Bought Media zusammen. Ich glaube, dass wir in der Zukunft Strategien sehen werden, die radikal diesen Bereich vergrößern. Earned Media, Reach. In Kombination mit den 2 anderen Rubriken. Wenn wir sehen, was im Fernsehen passiert, in Amerika zum Beispiel, ist es so, dass Leute schon ganze TV-Shows auf dem Internet schauen. Die Zahl wird auf 70% ansteigen in 2011. Wozu brauchen wir noch Kabelfernsehen? Eine, was weiß ich, Trillion-Dollar-Industrie. Ja. Wozu brauchen wir das noch, wenn wir auf dem Internet Fernsehen sehen können? So kommt es ja auch schon in den Ansätzen jetzt. Es ist eine radikale Fragmentierung, die hier stattfindet von dem, was User gerne sehen. Deswegen auch hier die Reflexion am Fernsehen. Ganz sicherlich so, ich sage gerne Fischen, wo die Fische sind, die Fragmentierung wird zunehmen. Alle wollen verschiedene Dinge zu verschiedener Zeit, in verschiedenen Formaten, auf verschiedenen Screens. Diese Fragmentierung wird zunehmen. Dann sehen wir sowas hier, wo Leute sagen, ich habe noch ein paar Plätze übrig. Ja, real time und real place. Darum geht's. Das ist natürlich die ganze Aktion hinter Google Instant, was ja jetzt neulich vor ein paar Tagen gelauncht ist, dass man so searchen kann und Social Search und so weiter, geht's um time und place. Synchronization von Time and Place. Und ich glaube, es wird uns in den nächsten 3 bis 5 Jahren radikal beschäftigen. Wie können wir Time and Place und Real-Time zusammenbringen? Ganz wichtiger Punkt. Real-Time wird zum Standard. Mechanical Age of Speed, Digital Age of Real-Time. Ich komme jetzt gerade Richtung Schluss hier, weil sonst rede ich den ganzen Abend. Obwohl ich da durchaus zu fähig wäre, haben wir noch andere Dinge zu tun. Ganz klar, immer mehr Überfluss, den wir haben, immer mehr Sachen, die wir machen könnten. Wir könnten unser iPad lesen, wir könnten das Telefon checken, wir könnten SMS verschicken, wir könnten Computer, wir können alle möglichen Dinge gleichzeitig machen. Immer mehr Überfluss produziert immer mehr Bedarf an Relevanz. Das ist auch unsere große Chance als Marketer. Es geht nämlich nicht um Menge, sondern um Relevanz. Es geht nicht um Preis, sondern um Wert. Das heißt, die Relevanz wird immer wichtiger, so wie Google bereits gesagt hat in dem Statement zum FTC, limited choice for advertisers as well as for readers, that's how it worked in the past. In der Zukunft wird es etwas anders aussehen, der Filter ist das Wichtigste. Der Filter, der für mich die Dinge tut, die ich wirklich brauche, nicht alle, die ich haben könnte. Und das, glaube ich, ist auch eine Rolle von Marketing. Zum Beispiel Flipboard. Kennt ihr Flipboard? Ja? iPad-User? Okay, Flipboard funktioniert so, man trägt sich ein und sagt, ich habe diese Twitter-Freunde, diese Facebook-Freunde, daraus wird eine Zeitung generiert. Hier ist das Beispiel. This is my iPad. And this is my Flipboard. Your Flipboard is your personal magazine. It always has content you care about. And it knows what you care about because it knows who your friends are. This is all stuff my Twitter friends are linking to. Articles and images they think I should see. Your Flipboard connects to your social networks and gathers all... So, der Sound ist nicht so wahnsinnig gut hier. Um es gelinde zu sagen. Das ist vielleicht auch mein Video. Aber in dem Fall, was Flipboard darstellt, wenn ihr ein iPad habt, müsst ihr es mal ausprobieren. Das ist umsonst eine coole App, Flipboard. Was Flipboard ausdrückt, ist der ganze River, also der ganze Feuerwehrschlauch
Von meinen Twitter-Freunden und Facebook-Freunden, das sind jetzt fast ungefähr in meinem Fall 15.000, kommt in diese App. Was soll ich im Endeffekt mit diesem Feuerwehrschlauch anfangen? Das ist zwar cool, aber ist nicht wirklich besser, wenn jetzt jemand von NPR eine Talkshow macht? Ist diese Art von Filter besser? Ich glaube, beides ist gut. Wir brauchen aber auch wirklich beides. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die sich beim Marketing stellt. Ja. Auch zum Beispiel der Tatsache, dass wir jetzt zum ersten Mal überhaupt müssen Marketer lernen, zuzuhören. Müssen lernen, einfach zu hören, was der User sagt, was er will, was er wirklich tun wird. Siehe wieder mal Musikindustrie. Nicht zuhören bedeutet tot. Fast tot. Hier sind ein paar gute Beispiele. Addictomatic, Twingly, Radiant 6 und auch von TradeDoubler die Social Media Solution. Ich denke, das Zuhören ist extrem wichtig und wird immer wichtiger werden, das zu schaffen, ja, diese Connection zu machen. Und ich komme aus dem Musikbusiness, aus dem Musikbereich, da ist natürlich total klar, wir müssen erst den Fan haben, dann den Consumer. Ich glaube, das gilt aber für alles Marketing jetzt. Wir müssen erst Fans und Followers und Likes und Friends und wie man sie alle nennt, erzeugen, bevor wir überhaupt was verkaufen können. Und das ist natürlich eine Herausforderung, vielleicht eine Sache, die wir gar nicht bisher gemacht haben im Branding. In gewisser Weise, nochmal am Musikthema zu bleiben, Branding wird jetzt vielleicht eine Art von Banding. Also eine Art von Gruppe zu gründen sozusagen mit seinen Usern und Followern. Und dann gelingt auch dies, nämlich das Upselling. Da finden wir super Beispiele im Games-Business zum Beispiel, wo es quasi bei Null anfängt und die 80% der User konvertieren zu dem Paid-Offering. Ja, so wie auch bei LinkedIn zum Beispiel sind es glaube ich 5 oder 7% oder Skype und so weiter, das sogenannte Freemium. Die Zusammenfassung, die mein Hund euch gerne mitteilen würde. Mobile first. Ganz klar, wir müssen jetzt davon ausgehen, ab jetzt wird alles zuerst mobil passieren und dann erst auf diesen Kisten. Den Computer können wir in 2 bis 3 Jahren als weniger wichtig durchaus in die Ecke stellen. Es geht um Mobile Devices. Mobile Marketing, Mobile Devices, Mobile Engagement. Die effektivste Werbung wird wie Content. Wenn wir es schaffen, den User so interessiert zu halten, dass er sagt, wow, die Werbung möchte ich unbedingt sehen, siehe Spice, Old Spice und so weiter, ja, dann wird es uns gelingen zu sagen, okay, der will uns wirklich mit sich verknüpfen. Marketing mit, nicht Marketing zu oder gegen sogar oder für, sondern Marketing mit. Das ist der Schlüsselbegriff. Etwas geben, etwas nehmen, nicht nur das Geld nehmen, sondern auch was geben vorher, diese Art von Vermarktung. Daten sind das neue Öl. Ich glaube, das betrifft halt jeden, der in diesem Bereich arbeitet, denn dort ist im Endeffekt, da sind die Trillionen Dollar von Wert. Realtime, der zum Standard wird, glaube ich, das wird unser Leben vielleicht etwas hektischer machen oder etwas beladener, aber sicherlich nicht vermeidbar. Und das müssen wir uns dann ganz zum Schluss nochmal vor die Augen führen. Wir können es nicht falsch rum angehen. Wir müssen sagen, Interaktion vor Transaktion. Nicht Transaktion, dann Interaktion. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Danke für Ihre Zeit. Das ist meine iPhone-App, mein Buch, Friction is Fiction, bisher nur auf Englisch leider. Wenn ihr ein gratis PDF wollt, einfach kurz twittern, gleonhard oder E-Mail gerd@mediafuturist.com. Schicke euch ein PDF zu. Ganz zum Schluss noch eine etwas aufbauende Bemerkung. My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Und das war's. Danke Ihnen.